Hallo zusammen, hier ist Martin. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ich wollte noch mal ganz kurz meiner YouTube-Community, die ich noch nicht erreicht habe, den neuesten Stand meines Clubs mitteilen, in der Hoffnung, einige zu erreichen, denen ich noch Mehrwert und Trading-Wissen, sage ich mal, nahebringen kann. Optionen und Märkte, Learning by Doing, heißt die Devise bei uns. Ganz kurz seit Gründung meines Option 80 Clubs habe ich einen sehr großen Zuspruch und großes Feedback erhalten. Ja? Ein kurzes Warm-up für die YouTube-Abonnenten, die ich noch nicht erreicht habe. Ganz kurz, warum Option 80? Ganz einfach, der Club kostet 80 Euro im Monat, deswegen habe ich die 80 genommen. Nicht, dass hier 80-Jährige hier nur referieren oder dass eine Strategie 80 heißt, sondern es bezieht sich ganz einfach, dass immer 80 Euro kosten wird. Und ja, das ist das. Wozu überhaupt ein Club? Nun, es ist so, es ist oft sehr schwer, Wissen, Gegebenheiten zu vermitteln in einem kurzen oder auch zwei, dreitägigen Webinar. Das habe ich immer wieder festgestellt. Ich habe auch einige gemacht, war aber selbst auch nicht zufrieden, weil ich, sage ich mal so, bin ein Mensch, der, sage ich mal, auch erst dann zufrieden ist, wenn das Entsprechende auch vermittelt und verstanden worden ist. Ja? Und deswegen habe ich mich oder viele, viele Leute aus meinen Seminaren haben mich zu diesem Club überredet sozusagen. Und hier werden eben alle Aspekte, Techniken, Strategien vorgestellt, diskutiert. Jetzt im Echtgeld und im Demo dokumentiert mit dem größten Lerneffekt. Ja, und ich habe eins während der letzten 3 Monate gelernt. Ja, man zieht Gleichgesinnte bzw. Gleichdenkende an und der Geist und der Lernprozess ist unglaublich. Muss ich wirklich sagen, unglaublich. Ne? Kurz vorab, wer ich bin oder was ich bin und was ich nicht bin. Wer Quickfix sucht, nicht arbeiten und die Verantwortung beim Traden einem System auslagern möchte, sozusagen, könnt ihr gleich schon das Video abschalten. Bin ich nicht. Ich bin für Fortgeschrittene und Anfänger da. Ja, die Anfänger werden, sag ich mal, etwas länger brauchen, um einige Dinge zu verstehen. Aber ich sag mal so, wie hat der Coco in seinem Interview gesagt, in meinem Video, man muss Eier haben. Wenn einer sagt, nee, dieses Video lernen und das Ganze ist mir zu viel, naja, dann viel Spaß im Trading. Meine Philosophie, Hilfe zur Selbsthilfe. Ja? Wir sind hier nicht irgendein, diese Strategie funktioniert am meisten, sondern der Kopf funktioniert am meisten. Aber der Kopf muss gefüttert werden. Und das ist also sehr anstrengend, ich weiß. Sehr anstrengend. Da klicken gleich schon wieder viele weg. So ist gut. Nein, ein mündiger Trader, der wirklich unabhängig ist. Ja? Und deswegen machen wir auch bestimmte Sachen, die ich gleich erkläre, auch etwas anders, etwas tiefer. Wir gehen an die Wurzeln. Das macht keiner eigentlich so, den ich kenne. Dies setzt aber voraus, dass man arbeitet. Ja, das ist leider so. Wir arbeiten sehr viel und sehr hart. Ihr würdet gar nicht glauben, was wie Sonntagmorgens oder so, Samstagmorgens, wenn ich mein COT, wenn wir da Webinare haben, wie viele Leute da sind, die um 8, 9 Uhr aufstehen. Tja, die werden eine Edge haben, ja, gegenüber anderen Tradern, ja, sage ich mal, am Markt. Die werden irgendwann erfolgreich sein. Besser gesagt, besser performen. Das ist im Grunde das schlechteste Werbevideo, was es überhaupt im Netz gibt. Ja, sage ich mal. Aber ich fühle mich total wohl dabei. Ja, ich brauche kein Dubai. Ich brauche keine tollen Kameras und Schnitte. Die braucht ihr nämlich auch nicht beim Traden, sondern beim Traden braucht ihr Wissen, Erfahrung und Praxis. So, und das versuche ich. Und nein, 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 nein. Das vermittle ich. Ja? Das heißt, ich vermittle Inhalte, die sehr, sehr gut sind. Die sind verdammt gut. Und das Schöne ist, ich kann das jetzt so sagen, weil ich jetzt einige, ja, weiß ich nicht, darf ich gar nicht verraten, große Community habe, die das bestätigen. Das heißt, ihr könnt E-Mail schreiben und fragen und die werden euch sagen, geil, genial, Wahnsinn. So.
Nur mal so nebenbei. Wahrscheinlich werden sie ja mal auf meiner Homepage auftauchen. Aber ich bin nicht der Marketing-Guru, sage ich euch gleich. Ich möchte nur die Community, die ich aufgebaut habe auf YouTube, erreichen. Deswegen werde ich hin und wieder diese Videos machen. Meine wachsende Community, wie gesagt, kann das bestätigen. Ich möchte auch nicht alle erreichen. Ja, das schaffe ich nicht. So viel E-Mail und Überzeugungsarbeit möchte ich gar nicht machen. Entweder einer versteht es oder versteht es nicht. Das heißt, 3%, wenn ich sie erreiche und ein bisschen wachsen kann und der Club sich freut über mehr Intelligenz, sind wir alle dankbar. Ja? Die auch verstehen, was ich mache und die auch manchmal meine etwas nicht ganz einfache Art akzeptieren. Ich habe mich auch verbessert, gesteigert seit meinen ersten Videos, die ihr im Netz findet. Ich bin auch lernfähig, unglaublich, mag man gar nicht glauben. Ne? Und ihr werdet unbezahlbares Wissen davon tragen, hundertprozentig, ein Trader-Leben lang, tausendprozentig werdet ihr Wissen haben. Das weiß nicht mal diese ganzen öffentlichen Trader wissen, nur die Hälfte. Ja? Aber es geht jetzt nicht um Wissen, was man nachlesen kann, sondern praktisches Wissen. Bei mir gibt es kein Ego. Ja? Alles ist ungeschminkt, offen, authentisch. Kein Blabla und ihr dürft mich ja nicht kritisieren oder so ein Scheiß. Ne? Alles dürft ihr. Man muss ein paar Videos öfters anschauen. Mein Gott, ist es ganz schrecklich, dass man bei mir öfters Videos anschauen muss, weil es etwas komplexer ist. Uiuiui, da ist ja die sehr, sag ich mal, die Internetgemeinde hier, ja, die sehr verwöhnt ist von Videos und schönen Erklärungen. Ja, wie kann ich das sagen? Wird sich ja gleich schon abschrecken. Was meint ihr, was die erfolgreichen Trader vor 20 Jahren gemacht haben? Da gab es kein YouTube. Ja? Da mussten sie gucken, dass sie ein Praktikum gekriegt haben. Ja? Und tagelang über die Schultern schauen. Da hat auch keiner erklärt, was er macht, sondern mussten sich das selber erarbeiten. Ja, aber das nur nebenbei. Das heißt, die meisten Mitglieder, ja, die kritisieren mich. Und jetzt wieder schlechtestes Video. Jetzt sage ich euch, worüber sich meine Mitglieder beklagen. Sie beklagen sich folgende: Ich komme nicht mehr mit den Videos schauen hinterher. So viel Content, so wenig Zeit. Ja, aber das ist gut so. Mit dieser Kritik kann ich leben. Besser als umgekehrt. Wenig Content und viel Zeit. Ja. Das ist eben auch meine Zeit, das heißt, ich investiere auch meine Zeit und eure Zeit. Und übrigens, wenn einer denkt, Investition, das ist überhaupt schon der erste Intelligenzpunkt, sage ich mal, um bei mir aufgenommen zu werden. Wenn du denkst, dass 80 € oder 1.000 € im Jahr für irgendwas zu viel sind oder investiert sind, dann verstehst du das Prinzip nicht. Die einzige Ressource ist deine Zeit. Das heißt, die 80 € geben dir nicht die Praxis oder das Wissen, sondern die investierte Zeit, die du lernst. Ja, das Geld ist unabhängig. Und viele, die auch, sag ich mal, vielleicht jung sind, die es noch nicht verstehen, aber auch Ältere verstehen diese Opportunitätskosten nicht, weil ich ständig Kommentare überall lese, auch beim Jens und überall. Ja, warum soll ich denn ein Seminar da und das und jenes machen? Naja, gut, ihr könnt entscheiden, ihr bekommt alles geliefert, sage ich mal. Ja, was die Inhalte sind, und ihr seid ja erwachsen genug, um zu entscheiden, hole ich mir alles aus dem Netz, wenn ich das überhaupt finde, wie viel Zeit investiere ich? Ja, das heißt, wenn du jetzt das Wissen, was ich dir kompakt vermittle, ungefähr werden das vielleicht 10.000 Stunden im Netz suchen sein, wenn du dann deine Zeit mit 10, 20 € bewertest pro Stunde, weil irgendeinen Wert hast du ja, dann kannst du ja ausrechnen, ja, ob etwas günstig oder billiger ist. Ja, also nur mal das. Ganz kurz nebenbei zu einer normalen Rechnung, wie das ein normaler Mensch hat. In jedem Beruf geht man auf, sag ich mal, Seminaren, geht man auf Weiterbildung. Warum? Weil jemand, der, sag mal, 10 Jahre in einem Business ist, ja, irgendwie in Versicherung oder egal was, kann kompakt den Leuten 2 Jahre Selbststudium, ne, sage ich mal, abkürzen. Und deswegen gibt es sowas. Ja, ihr müsst aber entscheiden, es gibt ja jetzt momentan viel Auswahl, ist das jetzt für mich ja, interessant ja, oder ist es zu viel? Aber dann muss man auch erwägen, ja, wo man sich bewegt. Das heißt, die Marktteilnehmer da draußen oder die Trader, die haben sehr, sehr viel Geld investiert, zigtausende, also das nur mal nebenbei. Aber es geht ja hier nicht um Geld, aber weil das immer wieder angebracht wird, ja.
Aber übrigens Geld. Ich bin übrigens der einzige Club eben weltweit. Es gibt keinen auf dieser Welt, ja, der seinen jetzigen Mitgliedern risikolose Trades zeigt und sie dadurch praktisch die Kosten des Lernens finanzieren können und sogar noch viel mehr. Ich habe einen gerade gehabt, der hat einen Urlaub gemacht. Dann habe ich einen Urlaub geschenkt dafür, dass er bei mir im Club lernen darf. Ja, wenn das einer nicht versteht oder verstanden hat, muss ich auch sagen, sorry, irgendwie kommt da was nicht rüber. Ich habe halt das Angebot gemacht, das kann ich jetzt, werde ich auch so nicht machen. Ja, ich kann auch selbstverständlich aber Referenzen geben von Club. Aus rechtlichen Gründen dürfen die es nicht in der Öffentlichkeit damit, sag ich mal, etwas sagen. Wenn aber einer sagt, hey Martin, ich will sowieso Trader werden hier, ich will dein Wissen aufsaugen und im Club auch mitmachen oder überhaupt, ja, dann können wir nach ein paar Monaten oder was weiß ich darüber reden, dass ich das dann auch zeige. Es wird ein Bestandteil von den Members, von den bestehenden Members, ist es ein Bestandteil, setzen sie regelmäßig oder werden sie regelmäßig aufsetzen, dass alle, ja, auch kleinere Konten, vielleicht dann nicht ganz, also ab 3.000 wird es ein bisschen schwierig, das Ganze zu finanzieren, aber ab 15.000, ab 5 oder 10.000 Kapital wird alles von mir finanziert. Also wenn einer sagt, 80 Euro ist zu viel, ja, und einer auch gesagt hat, ich finanziere ihn, das ist zu viel, ja, dann weiß ich schon nicht mehr, was ich sagen soll. Aber gut, wie gesagt, die 3% werden das verstehen. You get, ja, leidenschaftlicher Martin, rund um das Thema Trading, Optionswissen aus 20 Jahren Erfahrung. Wenn auch andere Referenten jetzt kommen, ich habe zwar einige schon announced, ja, es werden, sind noch in der Pipeline, die haben verschoben, es wird ein Market Maker sein und erstmal, und es wird dann auch Jim Dalton sein, im Bereich Market Profile wird Gast sein und werde sicherlich hundertprozentig jeden Monat dann noch andere sehr interessante Referenten, Webinarteilnehmer haben, Wissen, exklusives Wissen, ja, aber nicht nur das. Ich zeige gleich, wie der Club ist. Alle Strategien werden besprochen und sogar neu entwickelt, die es gar nicht gibt. Ja, hatte noch keine Zeit, Buch zu schreiben. Das ist auch immer so ein Effekt. Hätte ich ein Buch geschrieben, würden die Menschen auch wieder ganz anders auf mich reagieren. Aber das ist dieser typische Effekt. Ja, aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Die oft unterschätzte und belächelte psychische Komponente kommt bei uns eben, wird bei uns ganz groß geschrieben. Kommen wir jetzt zum Eingemachten. So, jetzt schöne Worte. Jetzt, so, wie sieht der Club aus? Nun, das ist jetzt der Mitgliederbereich. Ja, ich habe es momentan das so strukturiert. Du hast im Bereich Optionen, wenn du hier draufklickst, Anfänger und Fortgeschritten. Das heißt hier, wenn man dann hier entsprechende Videos anschaut, zum Beispiel was sind Optionen, dann erscheint hier dieses Feld, wo du dann das Video anschauen kannst, etc. Du kannst es als completed sehen, so, das heißt, du kannst dann immer wieder deinen eigenen Fortschritt sehen, ja, für dich selbst und für mich auch. Ich kontrolliere alle Mitglieder, die da sind, ich kenne den Wissensstand und werde dann auch entsprechende Testfragen immer jetzt machen, so dass du kommst dann rein, da werden neue Videos abgelegt, ja. Lektionen, Datum etc., Zeitwert, Basics, elementare Strategien, die Iron Condors, alle möglichen Strategien. Ja. Das ist jetzt erstmal die Inhalte der letzten 8 Wochen, 4 Wochen. Der Bereich Trading, ja, haben wir hier normale Trading Basics. Wir haben die Open Interest Diskussion. Deutschland, deutschlandweit einmalig. Ich mache es nicht nur wie diese schönen Bilder hier, sondern wir diskutieren wirklich Bilder. Situationen, die jeder Trader wissen sollte, sich aber weniger damit beschäftigen. Ja? Und die sich damit beschäftigen, nicht, sich nicht richtig damit beschäftigen. Ja? Weil es auch kaum Literatur gibt. Strategien. Ja? Noch einmal, in dem Bereich muss ich mal schauen, das kann ich sogar umstrukturieren, merke ich gerade. Aber ich merke, ich habe schon zwei Kategorien. Manchmal passt das eine nicht im anderen rein. Dann über natürlich Volatilität. Max Payne wird ein großes Thema sein. Das heißt, wir werden auch eigene Tools jetzt haben, wo wir den Max Payne besprechen, Put-Call-Ratio-Tools, ja, die Earnings-Dividenden. Wir werden hier aber ein bisschen anders rangehen, dass wir, sage ich mal, versuchen oder zeigen, wie unsere Setups sind, ja, sehr interessante Setups und vor allem auch, wie wir, sage ich mal, in oder vor Dividenden, ja, auch bestimmte Aktien, wenn ihr sie im Depot habt, versucht
dass man versucht, risikolos reinzugehen, etc. Zeige ich euch Tricks und Tipps. Trading Setup, ja, das war jetzt noch vor diesem Echtgeld-Block. Ich zeige euch das gleich, oder Demo-Block. Dann haben wir hier zum Beispiel Hedging. Ich habe jetzt wunderbar ein Hedge gezeigt, wie ihr eure Positionen hedgen könnt, wenn ihr im Dollarbasis, wenn ihr in der Dollarbasis und mit Dollars unterwegs seid, sozusagen. Und da wird ein großer Bereich Forex Day Trading kommen. Ja. So, da haben wir jetzt hier Futures und Optionen, da ist jetzt noch nichts drin. Wir haben hier Marktbesprechung, da haben wir jeden Samstag, machen wir um 9:30 Uhr, eineinhalb Stunden, machen wir einen intensiven COT, eine intensive COT-Besprechung. Ja. Wir haben hier, der neueste war am 10.06. COT-Brunch. Da haben wir einen Dow und den Nasdaq besprochen und wir machen das eben etwas anders, ja, als die anderen. Wir brauchen nämlich keine Linien, die uns ein System oder ein Softwareunternehmen oder jemand hier macht, weil wir unabhängig sind. Das heißt, wenn diese Firma oder praktisch dieses Signal mal irgendwann nicht funktioniert, dann können wir trotzdem interpretieren und wir machen das erstklassig, sage ich. Wir machen das wirklich gut. Und Markttechnik, ja, ADX, große Webinare rein, habe ich schon alle hinter mir. Guck mal, das sind alles Webinare, die ich jetzt in den letzten 8 Wochen gemacht habe im Bereich ADX. Ja, fantastischer Zuspruch. Im Bereich Psychologie, da habe ich jetzt die gängigsten einfach nochmal rein. Und hier teste dein Wissen, ist noch nicht aktiv. So, dann haben wir hier den Eventkalender, dass ihr nochmal seht. Ich habe jetzt mittlerweile, mache ich jetzt nicht nur Videos rein, so eine Art Lernvideos, sondern wir machen auch Live-Webinare. Schaut euch jetzt nur mal ich zeige euch mal den Mai, was wir da alles drin hatten. So, im Mai, nur dass ihr mal eine Vorstellung habt, ja, was ihr verpasst. Ja, hier, ADX Training haben wir gehabt. Da habe ich hier 18:30 Uhr, 19:00 Uhr, da Basics, Fragen, Antworten für Options-Basics. Hier fortgeschritten haben wir den Iron Condor diskutiert. Das heißt, alles live von 18:30 Uhr bis 20 Uhr, also 21 Uhr, ja, war hier nur der Donnerstag. Mittwochs war es 19:30 Uhr, 22 Uhr. Da haben wir die Besprechung, da haben wir Basics, Einflussfaktoren nochmal, Basics, elementare Strategien, ADX-Tag, fortgeschrittene Margin-Techniken, COT-Besprechung jeden Samstag. Da haben wir die Grundposition mit Underlying aufsetzen, anpassen, schließen, COT-Report, ADX-Videos. Alle Videos gehen, also das war was anderes, Entschuldigung, zum Login, das war was anderes. Basic, interaktive Case Studies, Testfragen, Wiederholungen von den Videos. Also das ist, ihr seid nicht alleine. Die Videos könnt ihr euch reinziehen, ihr könnt euch testen und ich mache zweimal, dreimal im Monat für Basics Webinare, wo ihr Fragen, Antworten stellen könnt. Fortgeschrittene, kreative Iron Condor Strategien, Butterfly. Wir testen alle gängigen Strategien, die es da draußen gibt und ich zeige euch, wie man sie optimieren, verbessern kann. COT-Besprechung. Das war der Mai. Habt ihr schon aufgelistet, wie viel im Mai war? Für 80 Euro, ja, sage ich mal. Oder besser gesagt, für nichts. Also die Mitglieder haben nichts für alles bezahlt. Die haben von mir einen risikolosen Trade bekommen. Ja, so. Nur mal so als Info. Ja. Der April war nicht anders. So, hier. COT besprechen. Basics, zwei neue Themen. Fortgeschrittener Condors, Basics, COT-Besprechung. Basics, Griechen, Verlustgraf, Vertiefung, Griechen. Das war April und Mai. Ja, so, das sind jetzt hier die Veranstaltungen. Jetzt bin ich gerade dabei, die aktuellen aufzusetzen, das heißt Mitgliederbereich. So, jetzt kommt das Herzstück des Clubs. Das gibt es nirgendwo. Das findet ihr nirgendwo, werdet ihr auch nirgendwo finden. So, wenn es irgendwo findet, macht es mir einer nach. Aber das kann er gerne machen, ich habe kein Problem. Hier, wenn du dann hier drauf klickst, wirst du dann die aktuellsten Videos sehen, die ich dann aber natürlich kategorisiere, aber dass du natürlich schauen kannst, was ist gerade Neues. Guck mal, COT-Branche. Das war alles Videos der letzten 2 Tage. So, am 10.06. habe ich das alles hier reingelegt. Ja. Über Clubvideo Spuren lesen übrigens, ja, habe ich hier vergessen. Wir sind ein großer Spurenleser. Ja. Anhand des Volumens, OIs, diskutieren wir. Wir haben alle Trefferquote bis jetzt 100%. Ja, die Trades waren, sag ich mal, sind wir nicht davon gekommen, es war meine Schuld, ich habe alles erklärt. Was heißt, wir sind plus minus null, wir haben ein bisschen was mitgenommen, wir hätten mehr mitnehmen können. Budweiser haben wir vorher gesagt. Rio Tinto habe ich jetzt leider nicht mehr verfolgt. Wir haben
Bank of America Risk Reversal drin. Wir haben Spruchlesen Big Boys. Ich kann euch sagen, was die im S&P machen. CVE Call Buy haben wir. Und noch eigentlich zwei andere haben wir. Das heißt, wir analysieren anhand der. Ja, ihr wisst schon. So, jetzt hier. Echtgeldblock. So, da habe ich jetzt hier einen Echtgeldblock eingestellt. Ja. Das heißt, wir traden ein Echtgeldkonto mit Strategien. Ich bespreche es hier alle 2, 3 Tage, also dreimal die Woche, denke ich, interessant, was wir da gemacht haben. Dazu mache ich ein Schaubild alle 2, 3 Tage, sodass wir nachvollziehen können. Hier zum Beispiel unser Iron Condor war ein Plus. Habe ich das hier aufgeschrieben, Iron Condor, wann wir es aufgesetzt haben, nur dass ihr das nachverfolgen könnt. Und dann hier, das ist jetzt ein Demo, ne, das heißt so jeden Tag, zweiten Tag mache ich das. So, jetzt kommt's. Jetzt kommt hier die Portfolio Excel. Ja, das heißt, hier haben wir jetzt hier ein Portfolio, ja, das es ermöglicht sozusagen, ja, hier alles nachzuvollziehen. Jetzt haltet euch fest. Wir haben hier alle Trades. Wir haben hier, wie gesagt, das Underlying ist ein bisschen abgekürzt, weil es wird ja im Video genau erläutert, was für eine Strategie es ist. Und hier, ich zeige euch das gleich im Demo. Also der Demo kann ich auch gleich zeigen. Der Demo-Block sieht dann ähnlich aus. Da kommen Underlying, Strategie. Und hier, wenn ihr hier reinklickt, kommt ihr dann ja, auf das Video. Also ich klicke jetzt hier drauf, Ratio Spread. Das ist ja ein Video von mir. Das heißt, dann kommt ihr hier drauf, wo dieses Video erklärt wird. Ja. Und wisst und könnt es ganz genau einordnen. Marktphase, wir haben eine eigene Art der Marktphasenbesprechung. Das würde es zu weit führen, aber wir sind sehr, sehr gut darin, auch den ADX. Dann Preis, ja, was für einen Preis bezahlen, anfängliches Risiko, monatliches Risiko, realisierter Gewinn. Hier, wie gesagt, noch ein paar andere Sachen. Wir finanzieren ja teilweise auch Positionen, das heißt, ich markiere sie dann auch entsprechend. Aber nur, dass ihr eine Ahnung habt, ja, dass wir jetzt alles lückenlos machen. Das heißt, ihr wisst, wann wir diesen Trade machen, warum wir ihn machen, den Grund, in welcher Marktphase wir uns befinden. Ja, dann könnt ihr, wenn ihr nicht wisst, was das ist, hier die ganzen Videos, ja, werde ich jetzt noch einfüllen. Soweit war ich jetzt noch nicht. Ja, wir entwickeln uns ja alle. Und dann wisst ihr ganz genau, was das ist. Ihr seht momentan das Risiko, wann ich schließe, warum ich schließe, und dann kommt ihr in diese Trades rein. Es gibt keine bessere Dokumentation momentan. Ja. Besser geht's nicht, sage ich. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch dabei seid. Hier ganz kurz nochmal Echtgeldblock, nur dass ihr wisst, was da noch da kommt. Wir haben jetzt hier den Demo-Block und die Trader-Toolbar haben wir jetzt momentan. Da muss ich noch etwas optimieren. Dauert ziemlich lang. Warum dauert das jetzt so lang? Da haben wir die ungewöhnlichen Optionsbewegungen hier drin und ja, wir werden sie dann, kann man dann hier entsprechend dann bewerten. Das wird aber noch verfeinert. Wir haben die auch die IV der 30 Tage hier, IV-Ranks, ja, haben wir hier auch, ja, sodass wir auch die IV-Ranks haben. Wir werden noch viel mehr haben. Das ist jetzt im Aufbau, deswegen ich investiere ja auch. Das heißt, wir werden auch ein Put-Call-Ratio, ein gewichtetes Put-Call-Ratio haben, ein sehr gutes Tool. Und wir werden dann, ich denke mal, ich hoffe es sehr bald. Ich muss bin ja vorsichtig mit Versprechungen, wenn es um Techniker geht. Aber ich hoffe, in der zweiten Jahreshälfte unsere eigenen IV-Ranks und Percentiles dann hier haben, sodass wir da sofort Kandidaten rausfischen können, ja, die wir dann bewerten und die Strategien aufsetzen. Ja. Rule of Five Trading heißt, ja, ich habe es ja vorgestellt, Rule of Five ist eine Art der Philosophie, ja, dass man sagt, wenn du am Tag fünf, also deine Ziele setzt und jeden Tag etwas machst und lernst, lass es eine Stunde sein, Autofahrt oder Supermarkt warten und da fühle ich interessante Videos, die interessant sind, sich anzuschauen, ja, wo man einfach sagt, da möchte ich weiterkommen. Das heißt, wir werden auch zum Beispiel auch von Tasty Trade, ich habe auch schon Kontakt mit Sosnov jetzt aufgenommen, dass wir da vielleicht auch mal ein paar Videos zusammen anschauen und also was heißt zusammen anschauen, das sind praktisch Videos von Tasty Trade dokumentieren auf Deutsch, ja, einfach die Strategien, die da besprochen werden oder die Problematikinhalte
machen wir es hier auf Deutsch und versucht es euch nahe zu bringen, weil manchmal es doch ein bisschen komplexer ist. Also das nebenbei. Dann habe ich im Bereich Hörbuch sehr interessante Sachen hier auch schon gemacht, getestet, kam auch gut an. Da kommt aber jetzt das, warum kommt das jetzt? Da muss ich mal schauen. Das darf eigentlich nicht sein. Muss ich mal schauen, die Hörbuch sind gar nicht mehr drin. So, muss ich gleich schauen. Und hier haben wir die Unterlagen Downloads. Und ja, und dann zum Club einfach fragen. So, das heißt, ihr habt hier wunderbar hier alles strukturiert. Mit Videos, mit Live-Webinaren. Hier, wenn ihr hier draufklickt, kommt ihr zu den Live-Webinaren. Und wie gesagt, so viel Content, so viel Webinare, das wird schwer zu übertreffen sein von dieser und vor allem von der Qualität. Also ich lade euch recht herzlich ein, diejenigen, die es jetzt hier gesehen haben, die mich kennen und die mich nicht kennen, klickt hier einfach mal auf meine Startseite. Ich bin zwar hier eingeloggt, ne, das geht wahrscheinlich dann nicht. Doch, ihr könnt dann hier einen Testzugang machen. Da habe ich jetzt natürlich nicht alle Videos freigeschaltet, das ist natürlich nicht fair gegenüber den Zahlenden. Aber ein paar, dass du mal sehen kannst, so wie die Inhalte sind, wie die Strategie ist. Ich werde auch jetzt meine Homepage ein bisschen updaten. Ihr seht schon, ich bin beschäftigt mit dem Club, weniger jetzt mit meiner Öffentlichkeitsarbeit. Aber deswegen zuerst ihr als YouTube-Community und alles klar. Herzlich willkommen und viel Spaß.